Hallo, wir sind in der Stadt. Heute ist ja der Jahrestag und die Stadt ist ziemlich leer. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Alle haben natürlich Angst, weil könnte ja was passieren. Alle glauben, oh, heute kommt der große Angriff. Aber ich glaube, nein, da wird überhaupt nichts passieren. Weil die Russen wollen doch nur, dass alle Angst haben. Und wenn alle Angst haben, dann ist das Ziel schon erreicht. Und alles ist gut. So, wir lassen uns nicht davon abhalten. Wir gehen jetzt zusammen spielen. In die Spieloase. Emilia, gehen wir jetzt spielen, ne? Ja. So, einen schönen Tag noch. Bis später. Seht ihr, wir haben jetzt Spaß. Ich kann ein bisschen arbeiten, Emilia kann hier ein bisschen rumkurven. Normalerweise ist hier wirklich voll. Heute ist, also ich sehe keinen, wir sind glaube ich die Einzigen. Aber wie gesagt, heute wird nichts passieren. Nichts. So, einen schönen Tag. Ah, mir ist eingefallen, am 110. Tag ungefähr, so plus minus, hat irgendein russischer Hacker die Internetseite von uns ukraine-in-not.de lahmgelegt. Weil die wollten nicht, dass wir die Ukraine unterstützen. Die Internetseite ist wieder online. Oder unten steht der Link, könnt ihr mal drauf gucken. Muss noch ein bisschen was korrigiert werden. Aber die Seite an sich hat ziemlich viel gekostet. Und ich hatte jetzt nicht das Geld, um die jetzt so schnell wieder herrichten zu können. Aber das haben wir jetzt wieder nachgeholt. Hast du Spaß in mir? Oh, Puppenwagen. Bei uns zu Hause gibt es nur zwei Puppen. Ansonsten nur Handwerkzeug, Autos, Flugzeuge und Bälle. Nein. Puppen sind nicht so gut hier. Das ist zu klischeehaft. Denn wie allgemein bekannt ist, da gibt es auch Statistiken drüber. Das ist mein Computer in mir. Machen offiziell 60% der Frauen in der Ukraine Erfahrung mit psychischer, seelischer und physischer Gewalt. Das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelzahlen sind natürlich mindestens 20% höher, wenn nicht 30%. Und ich versuche alles zu vermeiden, was man so klischeehaft bei Frauen anerziehen könnte. Zum Beispiel so die Farbe rosa und so. Emilia soll eine kleine, dominante Fräulein werden, Frau werden, die Eier in der Hose hat, und wenn irgendein Spruch kommt von irgendeinem Vollidioten, na, dann geht es mit Spruch zurück. So, das ist so meine Tendenz. Weil wenn man hier die kleinen Mädchen und die eigenen Kinder nicht dominant erzieht, dann kann der Schuss da später mal nach hinten losgehen. Weil 66% der Männer sterben in der Ukraine wegen Alkohol. Hm? Ich glaube, dazu brauche ich nichts mehr sagen. Und auch diese Zahlen sind offiziell. So, wir spielen ein bisschen, ich arbeite und wir werden Spaß haben. Und dann fahren wir nachher nach Hause. Achso, wir sind in die Stadt. Ja, Emilia, du musst nicht hinfallen da. Wir sind übrigens in die Stadt gefahren, weil Victoria so Schmerzen hatte in den Zähnen und im Kiefer, weil dass sie zum Zahnarzt musste. Deswegen sind wir spontan gefahren. Jetzt warten wir, bis sie fertig ist, und dann fahren wir wieder nach Hause. Mhm. Einen schönen Tag.